Herr Dr. Stütz, recht herzlich willkommen bei mir. Sie sind Musiker, Jurist. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit Ihnen. Und beginnen wir mit Ihrer Herkunft. Sie kommen aus einer Händlerfamilie. Sehr untypisch, dass Sie Jus, Rechtswissenschaften studiert haben und noch dazu Musik und Gesang. Wie ist dazu gekommen? Ja, also ich komme aus einer Händlerfamilie. Meine Eltern waren zum Schluss die größten Uhren- und Juwelengroßhändler in Österreich. Und mein Vater hat dann nach der Matura gesagt, zur Verselbstständigung der Person, unterstützt natürlich finanziell von meinen Eltern, hinaus aus Linz und selbstständig werden. Und da habe ich mir dann ausgesucht, er hat gesagt, du kannst in jede Stadt gehen, wo du hin willst, Wels, Graz, Salzburg, und da habe ich Salzburg gewählt, weil mir Salzburg einfach von der Atmosphäre gut gefällt, doch ein bisschen kleiner ist und nicht wie eine Großstadt in Wien. Und habe auch immer schon den musikalischen Background und Touch gehabt, und aus dem Grund war mir Salzburg einfach näher. Und dieses Musikstudium, dieses Gesangsstudium, um was ist da gegangen? Da ist ja mehr gegangen als um Singen, da ist ja, glaube ich, ums Komponieren und Texten gegangen. Ich habe eigentlich schon in der Schulzeit mit Musik intensiv begonnen, habe dann den Judas in Jesus Christ Superstar im Brucknerhaus vor ausverkauften Haus gesungen und habe natürlich immer Musik in mir drinnen gehabt. Nicht so gern gesehen von der Familie, wenn man aus einer konservativen Händlerfamilie kommt. War aber auch inspiriert durch meinen Großvater, der die Aufnahmeprüfung an die Staatsoper geschafft hat und der mich da auch immer natürlich ein bisschen unterstützt hat und dann die Familie sowieso. Und habe dann auch in Salzburg Gesang neben Jus studiert und Harmonielehre in den letzten 2 Jahren, bevor ich dann fertig geworden bin. Und warum ist es dann schlussendlich doch die Rechtswissenschaft geworden und nicht der Gesang? Aus konservativer Sicht, wo mein Vater auch immer gesagt hat, wähle einen konservativen Beruf. Im Musikbusiness weiß man nicht, ob man es in die oberen Regionen schafft. Und ansonsten ist es ja dann wirklich kein Brotberuf, um eine Familie zu erhalten. Das war der Hintergrund. Habe aber während meinem Studium schon meine damalige Band und meinen Produzenten kennengelernt, den Martin Simon, mit dem ich auch jetzt dieses Album gemacht habe. Und wir sind damals schon auf Österreich-Tour gegangen und haben bei Silvestergalas immer mit großem Orchester, mit Big Band Sound, so wie es jetzt eigentlich auch auf der CD zu hören ist, angefangen und sind da halt herumgetingelt. Es ist trotzdem die Rechtswissenschaft geworden als Hauptberuf. Ja. Sie haben dann in Wien und in Linz das Gerichtswerk gemacht, ja, und haben heuer Jubiläum, 35 Jahre Rechtsanwalt in Linz. Ja, genau. Ich glaube, Sie sind 2 oder 3 Mal umgezogen in Linz. Genau. Vom Taubenmarkt schlussendlich dann am OK-Platz gelandet. Ja. Und dort fühlen Sie sich jetzt wohl. Ja, da bin ich jetzt seit über 12 Jahren ansässig. Habe mich auch damals nach der Kanzleitrennung mit meiner damaligen Kanzleipartnerin auf Sozialrecht spezialisiert und bin in dem Bereich eigentlich in Oberösterreich einer der Nummer 1 und in Österreich eigentlich auch relativ top in diesem Bereich. Wir haben den Verein JUSP gegründet, juristische Unterstützung für Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung, machen mittlerweile fast 1000 Pflegegeldklagen österreichweit, umsonst für den Betroffenen selbst, damit er sich trauen kann zu klagen und zu schauen, dass man das höhere Pflegegeld, die höhere Pflegegeldstufe bekommt. Warum so viele Pflegegeldklagen? Was ist da unklar bei den Pflegegeldeinstufungen? Oftmals ist es so, also das Verfahren ist kurz erzählt. Man stellt einen Antrag und sagt, man möchte Pflegegeld zur Unterstützung, eine entgeltliche Unterstützung vom Staat für daheim, für die Pflege und Hilfe. Und das wird oftmals von den Pensionsversicherungsanstalten, die dann die erste Untersuchung aufgrund des Antrages machen, abgelehnt. Okay. Und da kann man dann binnen 3 Monaten beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht Klage einbringen. Dann wird ein unabhängiger Sachverständiger vom Gericht bestellt, der dann heimkommt, das begutachtet, eine Stunde zu Hause mit der betroffenen Person sich unterhält, da die Umgebung anschaut. Darum soll es daheim passieren. Und dann wird oftmals ein anslautendes Gutachten im Verfahren abgegeben, das dann für die Leute positiv ist, damit sie zu dem Pflegegeld kommen, das ihnen dann eigentlich zusteht. Und wir haben eine Erfolgsquote von ca. 70% österreichweit in den überreichten Klagen. Das ist ja nicht schlecht, 70%. Das ist nicht schlecht, ja. Und kostenlos ist es
Auch noch für die Betroffenen? Genau, weil es ist kostenlos aus dem Grund, weil in Sozialgerichtsverfahren noch keine Kosten zu bezahlen sind. Wenn ich sonst heute eine Zivilklage einbringe, muss ich eine Pauschalgebühr zahlen. Das ist im Sozialrechtsverfahren in Österreich nicht der Fall. Das heißt, wir brauchen keine Pauschalgebühr. Das Gutachten wird auch auf Kosten des Staates übernommen. Und damit sage ich immer, die Leute sollen sich trauen. Und wenn diese Schwelle Anwalt dann einmal überwunden ist, wo man immer sagt, wenn ich das jetzt beim Anwalt einklage, kostet mir das ein Vermögen, haben wir das als Sozialleistung kostenlos eingebracht und machen das. Das merkt man, da gehen Sie auf, da leben Sie auf, ja. Das macht Ihnen Spaß. Ja. Das hört sich aber sehr stressig an, ja. Das dürfte ein stressiger Job sein und zum Ausgleich zu diesem stressigen Job haben Sie nach wie vor Musik gemacht, beziehungsweise sind der Musik immer treu geblieben. Ja, genau, so ist es. Also wenn ich nach so einem stressigen Tag, wie Sie das richtig sagen, nach Hause komme, ist der Entspannungsmoment dann, wenn ich mich ans Klavier setze, Texte schreibe und komponiere und mir Melodien einfallen, die so während des Tages reifen oder auch im Urlaub reifen und die sich halt auch mit zeitkritischen Themen der heutigen Zeit auseinandersetze oder jetzt auch mit familiären Dingen. Gerade im Rahmen meines 60. Geburtstages denkt man da ein bisschen auf das Leben zurück und das widerspiegelt sich auch in den Texten und in der Musik wieder. Ich bin dem Big Band Sound treu geblieben, eben mit meinem damaligen Produzenten. Und ich habe einer der schönsten Zeiten jetzt im Jänner und Februar verlebt, knapp vor dem 60. Geburtstag, wie wir wieder im Studio gesessen sind, bis weit nach Mitternacht und die Melodien mit Arrangements versehen haben und wie das gereift ist. Es ist Ihr mittlerweile zweites Album. Ja. Und eines der erfolgreicheren Alben. Ja. Sie sind ja da Chartstürmer bei iTunes und auf Platz 1. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Album so einschlägt. Es ist aufgrund dieses Sounds, den wir gemacht haben, eher in die Richtung Roger Cicero, Udo Jürgens, also eher in die Liedermacher-Chanson-Richtung, Entertainer-Richtung, mit Big Band Sound im Hintergrund, auch bei Live-Konzerten wird es so sein und erinnert eher an die ödere Zeit, die jetzt musikalisch, die musikalisch derzeit nicht abdeckt ist und die eigentlich fehlt. Peter Alexander war einer der letzten großen Entertainer, den wir hatten. Ja. Ist das auch Ihr Thema? Sind Sie Entertainer auf der Bühne, spielen Klavier, haben auch 2000 Lieder getextet wie Udo Jürgens? So weit haben wir leider noch nicht. Aber ich interpretiere meine Lieder selbst mit dem Klavier auf der Bühne, mit Orchestersound im Hintergrund. Und das macht eine warme, familiäre Atmosphäre, die sich auch dann aufs Publikum niederschlägt. Man ist im Gerichtssaal natürlich auch nervös, auf der Bühne ist man auch nervös, aber es ist eine andere Nervosität und ich glaube, den Kick braucht man, bevor man auf die Bühne geht, das berühmte Lampenfieber, wie Sie richtig sagen, um dann oben alles zu bringen. Alles zu bringen, ein nettes Stichwort, wenn man an die Zukunft denkt. Sie wollen dem Anwaltsberuf treu bleiben, ja. Aber sind oder planen eigentlich ab Herbst eine große Österreich-Tour, ja. Mit Start in Linz. Mit Start in Linz. Mhm. Das wird erst ein Oktober, November. Es braucht jetzt eine gewisse Vorbereitung, um das Album eben zu promoten. Und dann wollen wir eigentlich in die Landeshauptstädte auf Tour gehen, mit Pressegesprächen, wo wir dann noch einen Pressesprecher brauchen werden, der das alles koordiniert, mit dem Ziel auch eine Plattenfirma zu finden, die dieses Album dann professionell vermarktet. Und das ist eigentlich das Ziel. Und als Ausgleich ein bisschen vielleicht mit dem Rechtsanwaltsberuf zurückzufahren, bis zur Pensionierung mit 67 und das andere aufzubauen und parallel zu betreiben. So ist das Ziel. Das heißt nach wie vor Gerichtssaal, genau. Bühne. Braucht man beides. Und Sie geben dann Vollgas auf der Ö-Tour. Genau, das ist das Ziel. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Glück und viel Erfolg. Danke vielmals. Und bedanke mich für das Gespräch. Danke ebenfalls, Herr K. Dankeschön. Es war nach all den Jahren, als wir uns wieder sahen, da war mir völlig klar, dass es nach all der Zeit wieder Liebe war. Als wir uns zwei verloren, begann ich neu von vorn. Es ist kein Weg zu weit, vorbei die Zeit im Streit, bereit für uns zu zweit. Ja, das ist Liebe pur.
Liebe pur, Liebe pur. Ich mit dir, du mit mir, wir gemeinsam ein Bier, ein Haus.